Seid ihr herzlich willkommen. Was hat er vor? Das schauen wir an bei dieser Legung. Er erscheint hier im Kartenbild in ersten Reihe. Oberhalb von ihm gibt es keine Karten. Das würde sein Gedanke sein, aber er lässt es nicht zu, dass jemand ihn seinen Gedanken lesen kann. Und das bedeutet, er ist zurückhaltend, geheimnisvoll und seine Haltung oder seine Einstellung oder sein Benehmen macht die Sache für dich etwas schwierig. Wenn du eine Dame bist, bist du hier im Kartenbild und genau diese Verschlossenheit, das, was dich auch beschäftigt. Warum öffnet er sich nicht? Und dadurch ist alles in die Schwebe, alles scheint undurchschaubar sein. Aber was wichtig ist, ihr beide habt eine direkte Verbindung und das bleibt bestehen. Hier sehen wir auch diese Halt. Er hat das Gefühl, bei dir ist er verankert. Aber er spricht das nicht an. Und genau diese Verschlossenheit, das, was dich auch bedrückt, das kostet auch Kraft. Aber bald kommt eine Nachricht. Er verdrängt es noch, aber immerhin steht er mit diesem Brief in Verbindung und diese Nachricht, dieser Brief erscheint in deinen Gedanken, weil du überlegst, ob du ihn schreiben sollst, ja oder nein, aber bist du noch unschlüssig und bedeutet auch deinen Erwartungen, du wartest auf eine Nachricht. Nicht nur auf eine Nachricht von ihm, sondern dieser Brief steht mit diesem Anker in einer direkten Verbindung. Und Anker bedeutet nicht nur Stabilität, sondern auch Beruf und Berufung. Und in diesem Zusammenhang wird dieser Brief ein Angebot sein, ein Arbeitsvertrag sein. Und dann bedeutet dieser Berg entweder die Berglandschaft oder die Zeit. Jetzt in Wintermonaten. Es ist sogar auch möglich, dass hier etwas noch lernst und das bedeutet dann die Schulungen. Was euch beide betrifft, noch etwas, was dich bedrückt, sein Verschlossenheit, aber kann auch die Bewunderung sein, weil dieser Mann ist gebildet, klug, trifft kluge Entscheidungen. Aber zurzeit ist eher im Hintergrund. Nicht nur diese Wolke zeigt das an, dass etwas noch undurchschaubar ist, sondern auch Mond. Mond symbolisiert die Nacht. Es ist etwas noch nicht ganz sichtbar. Mond bedeutet aber auch Mutterthemen. Das betrifft ihn auch. Immerhin, Mond steht mit diesem Haus in Verbindung und das ist sein Elternhaus. Und Familie kann auch bedeuten, liegt auch hier die Falschheit und dieser Sarg kann Erbschaft sein. Aber Sarg kann auch helfen, diese Falschheit, diese falsche Verbindungen abzuschließen. Er schaut in diese Richtung und Mond bedeutet auch seine Wünsche, seine Träume, seine Sehnsüchte. Und dieser Weg zeigt, er trifft bald Entscheidungen. Er wird dann überlegen, in welche Richtung soll das weitergehen. Und dieser Ring heißt, er wird zu dir die Verbindung suchen. Ring bedeutet auch etwas Wiederkehrendes. Kann sein, dass er momentan im Rückzug ist, dass er Mutterthemen hat und Probleme in die Familie. Aber er kehrt wieder zu dir zurück. Und diese Liebesgöttin überreicht euch dieses flammenden Herz. Und das bedeutet die Liebe. Und hier diese Dame
überreicht den Schlüssel, die Sicherheit, die Stabilität. Und mit diesem Schlüssel werdet ihr eine Tür öffnen. Da sind die Chancen, Möglichkeiten, beeinflusst seinen Entscheidungen, seinen Lebensweg und die Liebe. Und die Störche zeigen schon die Veränderungen. Und hier sehen wir die Sternenhimmel. Und das bringt Glück, eine glückliche Wende. Und das wird so etwa ab Februar sein. Was die Sternenhimmel noch bedeutet? Eine karmische Verbindung, weil das passiert so, wie das im Sternen geschrieben ist. Und vor dir dieses Schiff bedeutet dann die Hoffnung. Wobei dieses Schiff kann auch Reisen sein, eventuell eine seelische Verbindung, eine Seelenreise oder Ausland und Auslandskontakten. Auch wenn für dich noch nicht sichtbar ist, bald stehst du hier in Öffentlichkeit und bekommst du immer mehr Anerkennung. Diese Falschheit, verletzten Gefühlen gehen zum Ende, weil die Mäuse werden die beiden Karten entfernen. Dann kommt hier eine Begegnung. Jemand kehrt wieder zurück von Vergangenheit. Dieser Sarg symbolisiert etwas Altes. Das kann auch alte Freundschaft auch sein. Oder Sarg beendet etwas, wie zum Beispiel diese Falschheit, falsche Kontakten, und die Mäuse können diese falschen Kontakten auch entfernen. Wenn du befindest dich in einer rechtlichen Lage, dann sehen wir die Gespräche und zwei Glückskarten zeigt an, das wendet sich alles im Guten. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.